Schnalzen ist zwar nicht olympisch, dafür sind in Wals-Sitzenheim die Olympischen Spiele nichts im Vergleich zum großen Gemeindeschnalzen. Nirgendwo in Salzburg gibt es eine so hohe Dichte an professionellen Passen. Wer sich Gold beim umkämpften Gemeindeschnalzen geholt hat, berichtet uns Hannes Kirchberger. Das Apperschnalzen blickt auf eine lange Tradition zurück. Den ersten Hinweis über das Schnalzen gab es bereits 1730. Urkundlich belegt ist der Brauch ab dem Jahr 1810. In Wals-Sitzenheim konnte nach einem Jahr Corona-Pause das traditionelle Gemeindeschnalzen wieder durchgeführt werden. 18 Passen stellten sich der strengen Jury. Naja, wir schnalzen mit einer sogenannten Gorsel. Das ist ein Hanf. Schnur, die was gedreht ist, was sie nach vorne verjüngt. Am Ende von der Gorsel ist der Post oben. Das ist ein Nylonpost mittlerweile, früher war es ein Naturpost. Und durch die schnelle Hin- und Herbewegung dreht sich die Gorsel so schnell, dass die Schallmauer durchbricht und dadurch entsteht der Knall. Sieben Preisrichter beurteilen nach einem Punktesystem die Leistung jeder Pass. Sie hören die Schnalzer, dürfen sie aber nicht sehen, um keinen zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Ja, beim Schnalzen kommt es hauptsächlich auf den Takt drauf an. Der muss in einen durchgehen. Sollte von Anfang an einer kommen, die Musi sagen wir dazu. Und das Wichtigste ist halt ohne Fehler, dass man durchkommt, alle rein, es stehen neue Leute drinnen. Und wir dürfen das dann bewerten. Nachwuchssorgen kennen die Schnalzer nicht. Der Brauch ist bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Die jüngsten Schnalzer waren bereits am Vormittag an der Reihe. Also es ist eigentlich so, dass man bei den Schnalzer schon mit jung auf anfangen. Also bei uns im Ort, in Gois, ist eben das ein relativ kleiner Ortsteil. Und da ist so, dass alle Buben zusammenlaufen und da im Alter von 5, 6 Jahren kommen wir da zusammen und wenn da eben die ersten schnalzen, dann sind eben auch die anderen gleich dabei. Und es ist bei uns natürlich auch in der Familientradition. Da ist eben auch der Vater, der Onkel, die was eben da auch schon mitgeschnalzt haben. Und das, ja, das bringt nachher noch mehr Bindung zum Schnalzen, zum Brauchtum. Den dritten Platz beim diesjährigen Gemeindeschnalzen erreichte die Pass Gois 4. Zweiter und nur 7,5 Punkte hinter dem Sieger, die Pass Sitzenheim 3. Und bevor wir den Sieger verraten, gibt es noch einen Expertentipp von Bürgermeister Joachim Meislinger. Das Wichtigste ist, dass man während dem gesamten Schnalzen aber auf dem gleichen Platz bleibt. Gell? Weil wenn man den Platz verändert, dann hört sich das dort oder da wieder ein bisschen anders an. Wenn man aber auf dem gleichen Platz bleibt, dann hört man das ein bisschen außer. Und heute, meine ich, so viel sind Fachleute unter uns, haben wir fast alle gehört, dass höchstwahrscheinlich, also da müsst ihr schon ganz mit allen Komplikationen zu, dann hat die Letzten werden die Ersten sein. Also die Sitzenheim 2, die haben die überragend geschnalzt, meiner Meinung nach. Und die werden das wahrscheinlich, der Rhythmus, der Ablauf von die Takte, das war einfach bei einer perfekt. Und die Steigerung von vorne nach hinten, dass er weil lauter wird, recht viel besser geht es nicht. Da hat er recht, der Herr Bürgermeister, und hat ganz genau hingehört. Sieger des Gemeindeschnalzens 2022, die Pass Sitzenheim 2. Und die hören wir uns jetzt gemeinsam noch einmal an.